Hallo meine Freunde, ich grüße euch. Alle, die da zusehen, sind von mir gegrüßt. So, heute geht es um eine Figur, die ich in Vintage hatte und hab noch. Und da bin ich eigentlich ganz stolz drauf. Leider hat sie keine Waffen und keinen Umhang mehr. Es geht um Ninjor. Hier, das ist mein Vintage Ninjor. Der hatte ja den Schlag. Bäm, bäm. Ja, er sieht eigentlich noch ganz fresh aus, gell? Aber kein Umhang, keine Waffen. Echt schade. Ich habe mir gewünscht, dass sie diesen Kopf dabei legen und eine Deluxe-Figur aus Ninja machen. Aber sie haben es so gemacht und so ist es eigentlich auch cool. Der Ninja hat jetzt alles, dieser Umhang ist aus Plastik und den Kopf konntest du nicht befreien. Hier konntest du ja die Maske abnehmen und dann sah er so aus. Hier mit dem roten Iro-Käsenschnitt. Ja, und das ist ja heute eine der begehrtesten und teuersten Figuren, die es gibt. Er ist ja auch eine der coolsten Figuren, Ninja. Einfach nur krass. Er ist wunderschön und er hat einen riesen Haufen Waffen dabei. Er hat Dämonenfüße, Skeletorarme. Ja, und den Umhang kann man nicht wieder abnehmen, so wie ich es ja schon gesagt habe. Hier ist sein Artwork. Voll in Action, richtig cool mit seinem Bogen. Gegen Clamchamp, den Leibwächter von King Randor. Und die Wave war eine Granate. Hier sieht man die Waffen alle. Das Schwert, das Nunchako und den Bogen. Hier sind die Bewegungspunkte. Er hat ja keinen Hüftschwung mehr und keinen Power Punch. Der hatte ja noch den Powerschlag hier. Pow, pow. Und ein Hüftschwung. Ist alles weggelassen worden zugunsten der Beweglichkeit. Ja, wenn ich ganz cool fand, war Stratos, der graue Stratos. Gibt ja heute noch einen Mini-Comic-Stratos. Den Hordak, ganz cool. Und der hier ist super begehrt. Leider habe ich den Ninja nur einmal. Ich wollte ihn immer auspacken, weil ich ihn als Kind so toll fand. Triklops auch super cool. Und Skeletor. Und hier nochmal das tolle Artwork. Hier wird ja schon King Randor angekündigt. Oder wurde King Randor angekündigt. Und das Gesicht, das sieht richtig cool aus. Es hat aber ordentlich Abweichung zu dieser Farbe. Seht ihr das? Der hier ist richtig gelb, der Origins. Der hier ist eher so weiß. Das Zeichen auf der Brust, mega cool. Soll so ein Drache gewickelt um ein Schwert sein, gell? Ja, um ein Samurai-Schwert. Ja, der rote Gürtel, die roten Handschuhe. Richtig fette Figur. So, dann wünsche ich allen einen schönen Tag und einen schönen Abend. Ich bin froh, dass ich einen Ninja wenigstens habe. Mit meinem Bruder zusammen. Und ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund. Tschüss, meine Freunde. Viel Spaß an Halloween.